Und Record! Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu Secret of Mana! Uhu! Da wir ja im letzten Part herausgefunden haben, dass alles so wunderbar läuft, wie wir wollen. Nee, eigentlich alles wunderbar läuft, nur nicht, wie wir wollen. Eigentlich waren wir ja erst hinter dem Menschenmädchen her, aber wir sind in einem Zwergendorf und dann kriegen wir jetzt halt den dritten Char so weit direkt als erstes. Also das sollten wir in diesem Teil sollten wir das schaffen. Mein Schwert sehen? Ja, Mann! Natürlich! Berti. Unser magisches Schwert, das ganz wichtig ist. Drück mal einfach mal irgendwie. Willst du ein neues Schwert? Na klar, das alte ist ja ausgelutscht. Nur ein neues Schwert nehme ich immer. Okay, gib her! Lutscht uns erstmal. Wenn er es jetzt in die Lava schmeißt und kaputt macht, dann wär doof. Und weg! Fertig! Hier hast du ein neues Schwert! Es ist wunderschön! Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel! Huch! Was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. What? Langsam geht mir ein Licht auf! Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein! Der Mann ist vom Fach. Sie wissen alle Bescheid. Der Mann ist vom Fach! Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen! Na, kein Wunder, dass das Schwert einfach leere Batterien hat, wenn dieses Scheißding überall mit seiner Energie rumwichst. Überall! Um uns irgendwelche Visionen zu erzeugen, um irgendwelche blöden Hämmer zum Glühen zu bringen. Wie wär's, wenn du mit deinem Dreck einfach mal beisammen bleibst? Oh, er versucht eine Mana-Axt zu schmieden. Wenn ihr jetzt sagt, der hat unser Schwert geändert, dann möchte ich doch mal gucken, was darin jetzt so neu ist. Breitschwert. 26, das ist definitiv stärker. Er hat jetzt wirklich ein neues Schwert gemacht. Wir haben einen Schwertorb gehabt. Aber, sorry, ne, das wurde jetzt aber auch wenig erklärt, muss ich sagen. Das stimmt wohl. Oh, hier ist noch irgend so ein Itemladen bestimmt. Itemladen immer gut. Wie kann ich helfen? Kaufen wir. Oh, schau mal. Bonbons. Direkt viele Bonbons kaufen. So viel wie geht. Mehr geht nicht. Langt aber, ja, fick dich. Warte, was haben wir hier? Kraftarmband. Aha. Aber die Stats werden auch echt nicht erklärt, ne? Bronzekette, da steht gar nichts. Armband, da steht gar nichts. Dornenweste. Kettenweste. Schlachtruhe. Aha. Okay. Puschelmütze! Also man kann verschiedene Kleidungsstücke anziehen. Es gibt nicht nur einen Slot für die Rüstung, glaube ich. Sollen wir denn irgendwas rüstungsmäßig kaufen? Ja, schnapp dir die Weste mit. Schnapp dir die Dornenweste. Ja, ja, ach komm direkt. Monet. Wozu haben wir die Kacke sonst? So nach dem letzten Part, wo wir uns dann wirklich gefragt haben, Alter, warum haben wir eigentlich die Tussi, die wir von Anfang an wollten, jetzt nicht bekommen und wie wäre das da gelaufen und hast du nicht gesehen? Oder? Nein, gibt es nur einen Kleidungsslot? Ich hätte eigentlich gedacht, man kann wenigstens wir haben ja ein bisschen nur Westen, kann sein, dass das der Rest auch noch irgendwas anderes. Hat sich jetzt das Aussehen geändert? Nein. Das Aussehen ändert sich nie. Okay, ja. Verstehe. Ja, lass den erstmal stehen. Untersuch einfach mal das Dorf weiter. Also ich weiß nicht genau, was wir nicht hingekriegt haben, damit das normale Mädchen uns von Anfang an joint. Aber wir haben es zumindest nicht hinbekommen. Also improvisieren wir ein bisschen. Willkommen im Zwergendorf! Warst du schon in unserem Theater? Ja, die nächste Vorstellung beginnt schon in wenigen Minuten. Siehst dir an. Ja, läuft. Also sollten wir definitiv machen. So, die stoßen dich mit Musik und auch mit allem anderen. Die stoßen dich jetzt echt mit der Fresse da drauf. Der am Anfang hat ja auch schon gesagt, so zieh dir rein, wir haben hier eine kleine Koboldin, die... Oh. Treten Sie ein! Das Fangtheater heißt Siebel. Willkommen. Wir gucken noch mal. Boah, jetzt zocken die uns noch Geld ab. Was? Nö. Dann eben nicht. Boah, Penner. Und er schmeißt uns wieder raus. Ja, die Story zwingt uns das anzugucken. Das ist doch gemein. Und der Dorfälteste sagt uns das natürlich nur,
damit wir ihm Geld abdrücken können. Schweine. Ja, na typische klar. Zwerge. Die schlimmsten Zwerge, die es gibt. Ich kauf dir die ganze kleine Tante ab, Alter. Ruhe bitte! Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie, ein gelber Pogo-Puschel! Die sind doch gelb. Ja. 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Er kann sogar Pogo tanzen! Oh, was er so? Ja! Ich sehen. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweinen. Ach du Scheiße. Seufz. Schluchz, ich bin so traurig. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Really, wait, what? Das einzige Medikament, das ihr helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Fick so dich! So Abzocke ist das, ey. Bleiben wir halt beim Singleplayer-Game. Leckt mich alle am Arsch. Verehrtes Publikum. Werte Opfer. Selbst 100 Goldmünzen würden schon reichen. 100 Goldmünzen. Dude! So. Ich bin ja gewillt, Nein zu sagen, aber wir spielen mal mit. Ja, mach mal mit. Ne? Habt Dank! Ist die größer geworden? Damit werde ich wieder gesund. Yes. Und er hat jetzt sich aufgestellt. Well, thank you. Das war's? Gehen wir noch mal rein. Boah, die haben uns so abgezockt. Ja. Dass der verdammte, dass dieser oberste Fuzzi da weg ist, raste ich aus. Dann habe ich jetzt umsonst Geld ausgegeben, dann gebe ich nie wieder jemandem irgendwas. Und wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hatte fast geweint. Yeah. Absolut. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Fickt euch alle. Boah, wie Schmucks. Da. Ey. Ein Spion hat alles gehört. Ja. Ich hab ein Schwert. Guck mal. Also, sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Koboldsiedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Ja, leck mich. Komm, gib ihm sein Geld zurück. Bäh, es ist ja langweilig. Ey, das Ding regt mich auf! Spielverderber. Hier hast du dein Geld wieder. Ja, 150 direkt. Danke. Ich wollte schon sagen. Ja, jetzt laber die Tante nochmal an. Tut uns leid. Wieso? Wie nicht? Ja, danke. Labern. Geht nicht? Probier alles. Alright. Gehe ich mal einfach hier hoch. Vielleicht kommt hier was. Hier ist nichts. Dann gehe ich nochmal zurück. Dann sollten die doch... Oder wenn du gehst, hoffe ich. Und dann steht da doch... Die triggern wieder dasselbe Event. Na toll. Abzocker. Und nichts. Und wieder nichts. Oh, Erdbeben. Alright. Was zum... Wait, what? Erdbeben und er geht an den Rand. Das ist clever. Und ist jetzt. Was ist das? Ja, dann probier dein neues Schwert mal aus, bra. Ernsthaft? Ein sich grabendes. Ein. What? Was zur Hölle? Bewegung, Bewegung, Bewegung. Leichter gesagt als getan. Der bounced ja so richtig hart und ich krieg jetzt nochmal auf die Fresse. What? Ich habe keine Ahnung. Was war das denn für eine Aktion? Was, nachdem wir die Scheiße durch... Oh nein, ernsthaft? Naja, wir haben im Zwergendorf gespeichert. Ja, aber nicht, dass ich mir die ganze Scheiße mit dem Geld jetzt nochmal antun muss. Ja gut, aber das können wir ja cutten. Alright, ich versuche mich also mal an dem Boss, was auch immer das für ein Ding ist. Ey. Ja, wie wir gesehen haben, kommen wir da nicht durch. Wait. Ah, die verfolgt einen sogar. Komm ich hier raus? Nein. Ey! Fick dich doch! Direkt von...
Okay, wegschlagen ist auch nicht. Ja, eklig. Okay. Hä, wie hast du denn den Schaden gemacht? Wir haben eine sehr große Reichweite, wie es aussieht. Da kommst du nicht ran, das ist ein bisschen zu gut. Ey! Was ist denn das für ein stranges Teil? Keine Ahnung. Ey! Das ist nervig. Domo first! Okay. Aber wenn die zur Gänze gespawnt sind, kann man die... Na? Boah, ist das gemein. Das ist ziemlich übel. Also die Dinger, das ist schon üble. Obwohl ich die Musik mag. Das ist diese Bosskampfmusik, die der da mal so raushaut. Ne? Ey, das Ding ist ja so hart Auto-Aim. Fick dich doch, ey. Was auch immer du bist! Komisches Ding. Ja, komm raus. Flatsch! Ah, nee. Ist dem Scheiß. Ey! Na, jetzt sind noch mal ein Ballon. Ist dem Scheiß egal. Also wenn du dich vorher nicht mit Bonbons ausgerüstet hast... Du kannst es vergessen. Ja. Schätze ich auch. Dreckiges Teil. Das ist ja schon mal wieder typisch, weißt du? Ja, ging... Ja... So ein bisschen in Bewegung bleiben geht. Nicht geradlinig, sondern so hier, so hin und her. Wisst ihr? Okay, das funktioniert. Hm. Das ist okay. Ja, fast. Das war doof. Ey, warum noch einer? Warum mehrere Hits? Hauptsache, diese Tentakel stören mich nicht mehr. Ja, geh mir nicht auf den Sack mit deinen Kürbisgranaten. Was für Dinger auch immer, ey. Das ist so ein Ananasmonster irgendwie. Au, Mann. Das geh mir halt nicht. Im Ernst. Der Boss wiederholt sich jetzt nur noch. Also so langsam ist es langweilig. Ja, wat? Aha. So ein Schmuck. So, cool. Jetzt gib mir ein Orb. Und belohn mich nochmal mit irgendwas. Und weiter geht's. Lanzenorb erhalten. Sweet. Das sah im ersten Moment so aus, als wenn die Kleine dem auf dem Kopf hockt. Ja, dachte ich auch gerade. Ich danke dir! Übertreib nicht so! Er wird noch eingebildet. Sei endlich still. Es tut mir leid. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschwemmt wurde. Ja, aber nicht ihr Mundwerk. Und ihren Geldgeiz. Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Na gut, der war. Das merkt man. Der war gut. Dein Gelaber geht mir auf die Nerven, alter Giftzwerg. Wie sieht die denn aus gerade beim Lachen? Tropicalo muss einen Durchgang aus dem Lavatempel gefunden haben. Okay, war das Ding, was ich gerade umgesäbelt habe? Das klingt zumindest nach Ananas. Tropisch. Mit dem Mana-Schwert dort könnte man die Amnesie der Koboldin heilen. Kann Samen. Das Ding... Samen! Was? Ach, mit dem Mana-Samen. Ja, mein Samen heilt auch Amnesie. Also ich wünschte, die Macht des Mana-Schwertes würde auch auf meinen Hammer übergehen. Wow, okay. Nach Trash-Talk. Amne, wat? Egal, auf zum Lava-Tempel! Okay, aber nicht alleine, es gibt zu viele Monster dort. Würdest du die kleine Koboldin in den Lava-Tempel begleiten? Bitte nicht.
Hinterher müssen wir wieder nur irgendeine Scheiße machen oder bleiben im Singleplayer. Das ist sehr nett von dir. Soll ich dir jetzt nochmal anquatschen? Hey, alte Socke! Proxy? Alte Socke? Ich heiße Proxy. Okay, okay. Gib mir am besten auch einen Namen. Weil ich hab ja Amnesie! Gib der kleinen Koboldin einen Namen. Ich hatte ja ursprünglich andere Pläne. Ja. Vor allem was die andere Tante angeht. Aber wenn die nicht in unser Team will, dann ist das jetzt mein Main. Und ich schleife die Schlampe als Heiler hinter uns her. Das ist jetzt mein Main. Booyah! Also ist das jetzt... Blank! Nein. K. Blank! 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 Nicht blink, sondern blank! Yes! Blank? Was soll denn das für ein Name sein? Beschwer dich noch! Klingt wie eine Krankheit! Fick dich! Du blödes kleines Mistviech! Blank schließt sich dir an. Proxy und Blank. Blank. Ja, tolle Namen. Oh, es hat einen Bumerang. Cool. Kann ich das steuern? Kann ich das jetzt steuern? Warte. Beweg dich mal. Geht nicht. Kannst du ihn schmeißen? Hast du geschmissen? Ja, jetzt geht's. Ich bin im Spiel. Wobble. Kannst du auch das Menü aufrufen? Ich kann das Menü aufrufen. Du hast sogar ein... Nee, den Speer hab ich. Nein. Wir haben ein gemeinsames Menü. Einen gemeinsamen Waffenpool? Ja. Du kannst den Speer benutzen. Ich kann den Speer benutzen, ich könnte auch das Schwert benutzen, wenn du es freigibst. Puh. Ich bin der Träger des Mana-Schwertes, vergiss es. checken wir mal, was die Kleider für Kleidung hat. Nicht. Schlachtprobe 7. Das Ding hat 13. Nix! Punkt. Nicht tragen, ist ihr zu groß wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber es kann. Das könnte echt sein. sehr, sehr cool. Alter Schwede. Die hat aber nicht so viel HP, ne? Die muss auch erst trainiert werden. Guck mal in den Stats von der. Welches Level die hat. Warte. Stats. Bei Level war das. Ne, das sind aber Waffen- und Zauberlevel. Ach so. Null, da hat die nämlich irgendwie alles null. Und hier, ja, Magie haben wir halt noch nicht, ne? Weil. Ja, die wird Level 1 sein. Ist nicht. Dann bleib ich auch erstmal beim Bumerang, weil die einfach noch nicht so viele HP hat. Ja, das ist okay. Ich hatte zwar eigentlich gehofft, also ich wollte zwar eigentlich, also mein ursprünglicher Plan war, oh, cool, da ist es, Level bis Level 6. Fast 1. Und die Kleine, wie kann man da jetzt durchschalten? Dann kannst du vielleicht bei dir selber gucken. Wo hast du das gefunden? Da, befinden. Bin ich schon drauf. Ja, Level 1. Ja. 78% Trefferwahrscheinlichkeit, das... Und du hattest weniger? Ich habe keine Ahnung, aber es gefühlt weniger. So, das erste, ey, dürfen wir da jetzt auch nicht mehr rein? Scheiße. Kann man gar nicht erst rein, wir sind hier reingefallen. Ja, und, nee, wir sind nicht reingefallen, wir sind irgendwo rausgegangen. Und dann sind wir hier reingefallen. Ja, gut, dann... Ja, scheiße. Warte, müssen wir den Sack jetzt ansprechen. Durch das Loch dort. Tura hat den Tempeleingang jedoch, was? Am besten besuchen wir Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava wieder beseitigt. Früher war Tura eine gute Hexe, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ja, dann bekommen wir da die dritte im Bunde. Hexenwäldchen. Ja, alright. Wenn wir hier noch rauskommen irgendwie, hier habt ihr noch eine neue Waffe. Pfeil und Bogen erhalten. Also, well. Sweet. Da fällt mir ein. Berti, der Schmied, hat dich schon gesucht. Yeah. Ja, dann gib mir noch die Axt. Alles klar. Boah, scheiße, ja. Ja, lauf vor, Zwergnase. Ich kenne mich doch hier besser aus als du. Aber, Durch das Loch.
Ich glaube nicht. Welchen Zweck hat dieser Orbschalter? Tora hat ihn hier installiert, um den Palast zu versiegeln. Ach, hier sollen wir nachher hin, sobald wir alles gecheckt haben. So, okay, das ist der Lava-Palast. Check. Check, check. Ja, alright. Dann lass uns hier rechts lang gehen. Dann gibt's da wieder. Ach, jetzt dürfen wir. Ja. Die Musik von diesen Zwergen noch. Ja, hier war die normale Ausrüstung. Ja. Schon am geilsten. Zwingst mich hier rein. Wir können jetzt definitiv auch mehr. Bombe? Ja, bestimmt. Jetzt langt's aber. Ja. Ah, okay, und da steht auch, was wir kaufen können. Und wer es tragen kann. Und wer es tragen kann, das ist sehr schön. Das kannst du nur. Kann nur er tragen. Das Puschel Mütze kann nur die Kleine tragen. Mädchen. Und damit haben wir auch schon wieder fast keine Kohle mehr. Erreicht doch noch etwas verkaufen. Lass uns erstmal ausrüsten. Ja, nee, ich weiß ganz genau, dass die beiden Westen hier weg können. Die Scheißdinger, Jan. Bäh. So, gut, dann rüste ich die Kacke jetzt aus. Und dann bist du auch wieder Bossplayer in Le Partey. Ja. Kleidung. Ich weiß gar nicht, ist das Spiel so schlimm? Starte mal und guck mal, ob du vielleicht einen Bogen nehmen möchtest statt den Bumerang. Lauf mal rum. Cool. Ich kann die Kleine einfach an dich dranhängen, indem ich mich mit Start auslogge. Wenn ich Start drücke, bin ich einfach wieder drin. Oi. Siehst du, da unten links, du bist One-Player. Ja. Die Kleine hat gerade gar nichts. Klick, Player 2. Ah, verstehe sehr gut. Das heißt, wenn wir irgendwo feststecken oder sowas, weil so typische Old-Player-Games haben das ja manchmal, dann kann ich mich einfach ausloggen mit dem Scheiß und dann ist easy. Oh. Es ist seltsam, ich schaffe es nicht, eine Mana-Axt zu schmieden. Ja, tja. Schön. Oh, ein schöner Bumerang. Nein. Warte. Ich glaube... Halt mal diese Axt. Hä? Ja, dann nehme ich doch seine Axt. Lol. Mana-Energie wirkt erst in deinen Händen. Ja, nice, ne? Nur in deinem Besitz wird diese Axt zur Mana-Axt. Eine mächtige Waffe. Awesome. Seelengebunden. Für 100 GM gehört sie dir. Haben wir nicht mehr. Klar. Probier mal. Nicht genug Geld. Oh, das heißt, wir müssen jetzt erstmal Kohle ran schaffen, um nochmal da zu laufen. Das sollte aber nicht allzu lang dauern. Ja. Lauf mal mit. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, pass auf. Ja, guck mal. Die Kleine, die flupp, 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 flupp. Der ist, ja, klasse. Die warpt sich einfach. So hatte ich mir das vorgestellt, ja. Alright. Ach nee, hier. Gut. Wir sind erstmal raus, Leute. Wir grinden jetzt ein bisschen Kohle und melden uns dann mit der Mana-Axt wieder in der nächsten Folge. Alles klar? Richtig. So, ihr könnt aber gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir sind raus für heute. Bye, bye.